Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 199. Video. Einige Übungen zum Genitiv, zum Dativ, zum Akkusativ habe ich ja schon veröffentlicht. Jetzt werde ich nochmal einige dazu tun, und zwar zum Ablativ. Da gibt es ja mehr Übungen, als es lateinische Wörter gibt. Von daher, ich hoffe, dass ich niemandem, dass ich keinen Ablativ vergessen habe. Sollte ich das doch vergessen haben, bitte ich um Nachsicht. Und ich schreibe jetzt hier schon mal hin, bitte besonders die Beispiele in der eigenen Grammatik sorgfältigst beachten und durcharbeiten. Das hier kann nur eine zusätzliche Übung sein, die ja im Prinzip grammatikunabhängig ist. Man kann das auch nehmen, um nochmal das Übersetzen kleinerer Sätze zu üben. Ob ihr bei einem solchen Satz zuerst den Ablativ sucht und dann übersetzt oder erst übersetzt und dann anhand der Übersetzung den Ablativ bestimmt, ist schnurzpieps egal. In meinen Lösungen werde ich natürlich beides machen. Ich werde den Ablativ markieren und die Übersetzung, eine Beispielübersetzung geben. Wer das anders übersetzen möchte, der kann das gerne machen. Ja, ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Wir gucken mal, vielleicht das erste Beispiel, cum caesar in graeciam navigaret, apiratis captus est, Ablativ bei Verben der Bewegung. Ja, das ist jetzt nicht besonders schwierig, ja. Gut. Ja, auf geht's. Ich scroll das einmal durch und dann könnt ihr, wenn euch das zu schnell geht, könnt ihr das Video hier anhalten. So, jetzt haben wir hier Ablativ, Verben der Bewegung, Herkunft, Abstammung, Separativus der Trennung. Habe ich vergessen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, das ist auch nicht so wichtig. Kooperation ist Vergleich, Sociativus der Gemeinschaft, Modi Umstand. Das ist das erste, mehr oder weniger sinnvolle Beispiele, alle aus dem Textzusammenhang rausgerissen, nicht zusammenhängen, ganz wichtig zu sagen. Dann haben wir hier Qualitatis, Eigenschaft, Qualität, drei Beispiele, Ablativus, Instrumenti, des Mittels oder des Werkzeugs, Ablativus, Pretii, des Preises, Applamensuri, des Maßes, des Größenunterschiedes. Vielleicht darf ich darauf hinweisen, dass manche Grammatiken gar nicht mehr all diese Ablative aufführen, sondern nur noch die wichtigsten. Nach dem Motto, man darf den Schülern noch nicht zu viel zumuten. Oder man muss auch nicht alles wissen, je nachdem, welche Einstellung die Autoren haben. Ablativus causae, Grundursache, Ablativus loci temporis, Ort oder Zeit. Gut, habe ich gemacht. Also, wie gesagt, könnt ihr anhalten, abschreiben, ist immer ganz wichtig. Dann könnt ihr im Text rummarkieren. Ansonsten könnt ihr natürlich auch im Bildschirm malen und das Video anhalten und die Farbe wieder wegputzen. Bitte keinen wasserlöslichen, wasserfesten Farbstift dann nehmen. Gut, ich hoffe, es macht euch Spaß. Natürlich werden die Lösungen in der nächsten Zeit veröffentlicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bedanke mich für euer Interesse, für euer Zuhören, für euer Zuschauen und dass ihr mich immer so lange ertragt. Bis dahin, tschüss.